Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute, also am 21.02., meine allerletzte Prüfung des ersten Semesters geschrieben und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es jetzt endlich vorbei ist, dass das Gelernte mal aufhört und dass ich jetzt komplett fertig mit meinem ersten Semester bin. Und ich habe mir gedacht, dass es ein ganz guter Zeitpunkt ist, jetzt wo ich das erste Semester halt auch schon abgeschlossen habe, euch mal ein paar Fragen zu meinem Studium zu beantworten, weil ja immer wieder auch Fragen mir auf Instagram gestellt werden, also per Direktnachricht. Und ich dachte mir, ich packe das doch alles mal in ein Video rein. Wir fangen am besten mal mit so einer richtigen Basic-Frage an, und zwar, wie lange studiert man eigentlich? Also bei meinem BWL-Studium und ich glaube auch bei vielen anderen Studiengängen an anderen Unis ist die Regelstudienzeit für BWL auf 6 Semester für den Bachelor angelegt. Das bedeutet, dass das Studium halt eigentlich in 6 Semestern machbar ist und du das halt durchkriegen kannst in 6 Semestern, also in 3 Jahren. Es ist aber natürlich auch immer möglich, dass du es schneller hinkriegst. Also wenn du ganz besonders viele Module belegst, dann kannst du auch, weiß ich nicht, nach 2,5 Jahren schon fertig sein oder so. Aber den Stress tut sich, glaube ich, keiner an. Und du kannst natürlich auch länger studieren. Also du kannst zum Beispiel auch dir die Prüfungen einfach ein bisschen schieben, sodass du nicht 5 Prüfungen in einem Semester hast, sondern eben nur 3 oder so. Dann studierst du natürlich aber auch länger, weil du ja dann in jedem Semester nur 3 Prüfungen hast oder so. Genau. Hast du unter dem Semester noch genügend Freizeit oder musst du sehr viel fürs Studium machen? Ich muss bei diesem Studium schon mal auf jeden Fall mehr fürs Studium machen als bei dem Studium, was ich davor angefangen hatte. Also ich hatte europäische Medienwissenschaft studiert und da musste ich mir zum Beispiel keine Lernblätter machen oder sowas. Aber wir mussten auch viele Texte lesen, das müssen wir jetzt hier nicht machen. Nimmt sich eigentlich nicht so viel, und das Gute ist halt auch bei meinem BWL-Studium, dass ich keine Anwesenheitspflicht habe und das auch ausgenutzt habe und einfach nicht so oft in der Uni war, weil mir viele Vorlesungen eben einfach nichts gebracht haben und es war mir dann irgendwie lieber, diesen Stoff selber durchzugehen und mir selber eben ein Lernblatt zu machen. Also während des Semesters war es schon echt entspannt, gerade im Vergleich zu meiner Klausurenphase jetzt. Also ich würde schon sagen, dass ich relativ viel Freizeit hatte. Sehr häufig wurde auch die Frage, welche Berufe kann man mit so einem Studienabschluss betätigen, gestellt. Und dazu kann ich eigentlich sagen, du kannst so ziemlich alles machen, was irgendwie mit Wirtschaft zu tun hat oder mit Betrieben zu tun hat. Also in jeder Hinsicht irgendwie in einem Betrieb arbeiten. Jeder Betrieb braucht irgendwie einen Managementposten, irgendwie marketingmäßig was. Du kannst in sämtlichen Finanzsektoren arbeiten. Also es gibt einfach ein unglaublich breites Feld, wo du arbeiten kannst. Und deswegen wird halt auch immer gesagt, BWL machen nur die Leute, die nicht wissen, was sie später mal werden wollen. Ist zum Teil richtig, beziehungsweise man will sich halt einfach noch so ein bisschen was offen halten. Man will einfach während des Studiums dann so sehen, okay, was macht mir denn jetzt besonders viel Spaß? Wo will ich denn später überhaupt mal hingehen? Nächste Frage, ist BWL sehr trocken? Ich weiß nicht, inwiefern jeder jetzt für sich trocken definiert. Also für mich ist trocken halt so, dass man irgendwie nur Theorie hat und das überhaupt nicht mit dem realen Leben verknüpfen kann. Und da muss ich sagen, dass es absolut nicht trocken ist, weil BWL ist ja quasi, was in einem realen Betrieb passiert, beziehungsweise wir hatten jetzt auch ein VWL-Modul, da weißt du auch, wie der ganze Wirtschaftskreislauf dann funktioniert, das lernst du dann. Und es ist halt echt spannend, meiner Meinung nach, so zu sehen, wie quasi die Welt so funktioniert, beziehungsweise wie diese Wirtschaftswelt, das alles zusammenhängt und so. Also ich finde es überhaupt nicht trocken und finde es durchaus auch weniger trocken als das, was ich zuvor studiert hatte. Das war ja europäische Medienwissenschaft, wo man erstmal denkt so, boah, was mit Medien, das ist ja bestimmt richtig anwendungsbezogen. Und das fand ich aber trockener als BWL. Genau. Auch eine sehr häufig gestellte Frage war, ist es auch machbar, wenn man nicht so gut in Mathe in der Schule war? Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich war jetzt selber nicht die absolute Leuchte in Mathe, muss ich sagen. Auch wenn ich mal in meinem Mathe-Abi irgendwie 13 Notenpunkte geschafft habe, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe. Aber an sich war ich jetzt nicht super gut in Mathe, muss ich sagen. Und klar, im Studium ist gefühlt in jedem Modul eigentlich irgendwie Mathe mit dabei. Aber eigentlich nie so schwieriges Mathe. Das meiste ist irgendwie einfach Plusrechnen, Minusrechnen, also einfach so Grundrechenaufgaben. Zum Beispiel bei Buchführung musst du einfach Dinge addieren oder subtrahieren oder mal 1,19 wegen der Umsatzsteuer irgendwie rechnen oder so. Aber das ist halt wirklich leichtestes Mathe. Und dann hat man in VWL manchmal eine Ableitung, musste man da bilden oder so, oder einfach eine Formel umstellen. Aber das wirklich schwierige Mathe ist eigentlich nur im Mathe-Modul an sich. Das haben wir jetzt dieses Semester auch gehabt. Da hast du dann wirklich die volle Bandbreite an Mathematik. Und das ist dann natürlich wirklich sehr anspruchsvoll gewesen für Leute, die eben jetzt nicht so die absoluten Einsen in Mathe waren, also auch für mich. Aber zum Glück müssen wir auch nur dieses eine Mathe-Modul belegen. Wie viele Vorlesungen hast du in der Woche? Regulär hatte ich 5 Vorlesungen und es wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern, denke ich mal, weil ich habe immer 5 Module pro Semester. Also ich studiere halt schon nach diesem Plan, also nach Regelstudienzeit, und will halt auch hoffentlich dann in Regelstudienzeit fertig werden, also in 3 Jahren.
Und wie gesagt, 5 Module entsprechen wahrscheinlich bei, ich weiß nicht, wie es bei anderen Unis ist, aber bei mir ist es so, 5 Module entsprechen 5 Vorlesungen und dann hat man eben noch die Übungen dazu. Also nicht zu jeder Vorlesung, aber manchmal. Und ich bin effektiv dann am Ende nur noch zu einer einzigen Vorlesung hingegangen, das war Einführung in die BWL, weil mir die Vorlesung erstens echt was gebracht hat, weil der Prof halt super cool war und zweitens, weil man sich in der Vorlesung so Bonuspunkte sammeln konnte für die Klausur und das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen, aber wie gesagt, bei den anderen Vorlesungen, da war ich dann nicht mehr so, weil das mir einfach nicht so viel gebracht hat und es ist auch in der Uni überhaupt keine Schande, wenn ihr zu den Vorlesungen nicht hingeht, wenn euch das einfach nichts bringt. Und ihr das zu Hause macht, dann ist es trotzdem effektiver, wenn ihr das dann so macht. So, wisst ihr, was ich meine? Also lasst euch nicht von irgendjemandem sagen, so, boah, hast du schon wieder Uni geschwänzt? Wenn du das zu Hause parallel nacharbeitest, dann ist es kein Uni-Schwänzen. Findest du Studieren um einiges schwerer als die Oberstufe? Das lässt sich sehr schwierig beantworten, weil in der Oberstufe war es ja so, dass man durchweg irgendwie damit rechnen musste, dass irgendwelche Leistungsabfragen kamen und man musste durchweg irgendwie sich vorbereiten auf den Stoff und immer wieder lernen. Und das hat man jetzt im Studium eigentlich nicht. Also du kannst eigentlich das ganze Semester mehr oder weniger so ein bisschen chillen, also außer halt Lernblätter machen oder Zusammenfassungen machen. Das empfehle ich dann schon auch im Studium, also im Semester zu machen, habe ich jetzt auch so gemacht und muss sagen, dass das ziemlich sinnvoll war. Also ich hätte das definitiv mir nicht alles aufschieben wollen, bis vor die Klausuren eben. Und dann musst du aber richtig hustlen, dann musst du halt wirklich so viel Stoff irgendwie in dein Gehirn reinkriegen und in den 2 Wochen dann diese Prüfungen schreiben und das war halt schon echt anspruchsvoll und ich muss auch sagen, dass das schwieriger für mich war, als für die Abiturprüfungen zu lernen, weil es einfach so ein riesengroßer Umfang an Stoff war und viele von euch sagen ja auch noch, dass es für euch wenig ist, was ich lernen musste. Also wenn ihr jetzt andere Studiengänge habt, kann es durchaus sein, dass man dafür dann noch mehr lernen muss. Und ja, es ist halt, vom Umfang ist es wirklich mehr als die Schule, aber es ist halt einfach, du hast wirklich so diese Zeit chillen bis zur Prüfungsphase und dann musst du halt richtig hustlen. So ist es zumindest bei mir gewesen. Also man kann natürlich auch im Studium, also während des Semesters, einfach schon immer so ein bisschen lernen, aber mir persönlich bringt das nicht so viel, weil ich dann vor den Klausuren eh wieder alles vergessen habe. Spürt man bei dir Konkurrenz zwischen den Studenten wegen BWL und so? Finde ich eine interessante Frage, ist aber überhaupt nicht so. Also gerade weil mein Studiengang einfach so groß ist, also ich glaube, wir sind 500, 600 Studenten im ersten Semester jetzt quasi und du kennst halt einfach gar nicht so viele Leute und ich finde allgemein im Studium ist es immer sehr cool, dass du eben so ein bisschen dein eigenes Ding machst und nicht so sehr drauf guckst, was die anderen machen und in der Schule war es schon deutlich mehr Konkurrenz beziehungsweise es war halt auch viel Missgunst, also wenn man mal irgendwie eine bessere Note hatte als wer anders, dann wurde dann gleich irgendwie schon wieder so Hate geschoben, so wisst ihr, was ich meine. Und im Studium ist das echt überhaupt nicht mehr so. Die nächste Frage habe ich indirekt schon mal so ein bisschen beantwortet, aber ich kann noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen und zwar Zeitaufwand verglichen zur Schule. Ich muss sagen, in der Schule war es ja zum Beispiel erstmal so, dass du jeden Tag hingehen musstest. Das ist ja schon mal in der Uni nicht der Fall, also zumindest wenn man keine Anwesenheitspflicht hat. Und da war es ja schon mal so von um 7 bis 16 Uhr so Tür zu Tür unterwegs und dann hattest du ja meistens noch Hausaufgaben, irgendwelche Sachen zu lernen und so weiter. Also da hat man schon viel zu tun gehabt, so tagsüber. In der Uni oder zumindest bei meinem Studiengang, ich kann jetzt natürlich immer nur für mich sprechen, ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwo einen BWL-Studiengang an einer anderen Uni gibt, wo man Anwesenheitspflicht hat, wo man Hausaufgaben bekommen hat und so weiter. Aber bei meiner Uni war es so, dass wir überhaupt keine Verpflichtungen hatten. Also war es so, ich spreche es gerade so, als ob ich da irgendwie schon den Bachelor habe oder so. Ich meine, jetzt war es im letzten Semester so, also im ersten, dass wir keine Verpflichtungen hatten, keine Pflichtveranstaltungen und uns so auch überhaupt total freigestellt war, was wir machen und was wir nicht machen. Und wir hatten zwar immer Übungen zu den einzelnen Fächern, die wir theoretisch vorarbeiten konnten, also als so eine Art Hausaufgabe, aber man konnte sich halt auch einfach nur reinsetzen und quasi die Lösungen einfach anhören bzw. gemeinsam erarbeiten mit dem Dozenten und das war auch vollkommen in Ordnung. Es ging auch teilweise gar nicht anders, weil du einfach das noch gar nicht so richtig hinbekommen hättest. Und ja, dementsprechend, jetzt habe ich weit ausgeholt, war es, wie gesagt, während des Semesters zeitaufwandmäßig auf jeden Fall wesentlich weniger als zu meiner Schulzeit. Ich bin ja teilweise, wie gesagt, an manchen Tagen halt gar nicht in der Uni gewesen und dann habe ich auch nichts für die Uni gemacht, so dann war halt Zeitaufwand für die Uni gleich null. Aber wie gesagt, so in den Klausurenphasen ist es dann schon sehr, sehr viel, zumindest wenn man eine gute Note erreichen möchte. Also ich habe halt schon echt sehr, sehr viel gelernt, auch vielleicht mit mir ein bisschen zu viel Stress gemacht, also nicht vielleicht, ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen zu viel Stress gemacht und ja, da war der Zeitaufwand dann auch schon deutlich höher. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich bei meiner Abi-Vorbereitungszeit irgendwie mal bis 22, 23 Uhr abends saß und mir irgendwelche Aufgaben angeguckt habe oder mir versucht habe, irgendwas
irgendein Problem zu lösen oder so. Also definitiv habe ich da jetzt mehr Aufwand reingesteckt in der Uni-Zeit, also in der Klausurenvorbereitungsphase. Genau. Was macht ihr so in Mathe von den Themen her oder was rechnet man da und ist es schwer? Ich kann euch einfach mal aufzählen, was wir in der Klausur machen mussten. Also es gab eine Aufgabe, das war eine Kombinatorik-Aufgabe, dann gab es eine Finanzmathematik-Aufgabe, also es war eine Zinskredittilgung, genau. Dann gab es eine Induktion und was war noch? Ja, eine Aufgabe auf jeden Fall, so allgemein zu Folgen und Reihen und so Ankreuzaufgaben, also es war auch ein bisschen tricky, aber eine Ankreuzaufgabe auf jeden Fall und eine Kurvendiskussion bei einer mehrdimensionalen Funktion, genau, also nach x und y musstest du dann partiell ableiten und so und eben Extrema bestimmen und sowas, also die Klausur war schon, muss ich sagen, eher machbar als die Übungen, also wir hatten auch so Übungen, wir hatten noch ganz viele andere Themen dran, aber das hatte ich mir dann gar nicht angeguckt, weil man kann sich eigentlich schon relativ gut auf Altklausuren verlassen und wenn eben immer 5 bestimmte Themen in den Altklausuren bis jetzt dran kamen, da habe ich mich dann auch nur auf diese 5 Themen konzentriert und das kam dann eben auch dran. Aber wie gesagt, also Mathe fand ich vom Anspruch auf jeden Fall over the top. Ich fand es super schwierig. Es war teilweise sogar so, dass ich mich in diese Übungen, also nicht mal in die Vorlesung, sondern in die Übung reingesetzt hatte, wo das eigentlich nochmal erklärt werden soll. Ich glaube, das habe ich gerade gespuckt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, aber ihr habt es ja zum Glück nicht abbekommen. Wo es erklärt werden sollte und dann trotzdem einfach überhaupt nichts verstanden habe. Also ich saß da und dachte mir so, ey, was mache ich hier eigentlich? Also wie gesagt, das Mathe-Modul hat es echt in sich, aber die anderen Module waren echt nur so ein bisschen Grundrechenarten, meine Ableitung bilden, meine Formel umstellen und das war's dann auch. So, jetzt kommen wir noch zur letzten Frage und zwar, was hast du im zweiten Semester für Kurse? Also ich werde voraussichtlich Organisation, Führung und Personal belegen, also das ist ein Modul, dann Jahresabschluss, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Makroökonomik 1 und Englisch 1. Also es sind jetzt 5 Module. Manche waren so ein bisschen zusammengefasst. Wie gesagt, das ist nur so eine grobe Orientierung. Vielleicht ändere ich dann nochmal irgendwie ein bisschen was rum, switch irgendwie ein Modul noch in ein anderes Semester. Aber ich hatte mir das schon mal so ein bisschen gelegt und vielleicht wird es ja auch so. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren. Ich werde euch das auf jeden Fall dann auch nochmal sagen, vielleicht in einem Vlog, wenn es dann wieder losgeht. Aber jetzt genieße ich erstmal meine Semesterferien. Und in dem Sinne, habt erstmal noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das heute schaut, oder irgendeinen anderen Tag der Woche, wenn ihr es dann anders schaut. Ja, ich hoffe sehr, dass damit jetzt erstmal alle eure Fragen zu meinem BWL-Studium beantwortet waren. Falls ihr noch irgendwas anderes unbedingt wissen wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, da beantworte ich dann auch nochmal Fragen. Und ja, ich wünsche euch wie immer noch eine ganz tolle Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, tschüss!